da? Ja. Ja. Ich bin hier. Alles okay? Ja. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich hab gekotzt. Ist der Stress. Dein Job wird dich noch umbringen. Ja, ich hätte mir einen sicheren aussuchen sollen. So wie du. Hey, wenigstens weiß ich immer, wer auf mich schießt. Manchmal sogar warum. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Wir hatten einen Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Mach dir keine Sorgen. Ich komm schon klar. Buona sorte. Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 1974. Arasaka läutet denn eine Tür. Die amerikanische Prohibition wurde aufgehoben. Der Erste Weltkrieg endete und Saburo Arasaka erblickte das Licht der Welt. Bereits als verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Als junger Mann zeigte er schnell die Arbeitsmoral. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Erbenetti schön aufs Brot schmieren. Allerdings muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Und beeil dich. Saburo Arasaka schrieb sich als Pilot bei der Nippon Kaigun ein, der kaiserlich-japanischen Marine. Im Alter von 23 war er bereits zum Kapitänleutnant aufgestiegen. Mr. Jenkins erwartet. Hey, wie? Er ist ja ewig her. Ich bin's, Frank. Wir kennen uns seit Icefall. Ostküste. Erinnerst du dich? Ja, ich wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Kapstadt. Hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein, nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Wie jeder Psychopath. Hab gehört, er ist vor kurzem etwas durchgedreht? Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie ihn hintergangen. Und du? Für wen arbeitest du? Abernathy. Sie ist echt gut. Hat sich den ganzen Kapstadtplan allein ausgedacht. Abernathy? Das kleine Miststück, das mein Boss die Beförderung vermasselt hat. Du weißt ja, wie es läuft. Solche Dinge passieren. Tun sie wohl. Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgten Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey! So gewinnt man Kriege. Hör zu, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal, okay? Klar, okay. Schön, dich wiederzusehen. Notfallverfahren aktiv. Systemsicherheit bestätigt. Sieh nicht hin. Aber das ist er. Jenkins Junge. Bitte betreten Sie den Vorraum. Besucherautorisierung gewährt. Online? Setz dich, Vivi, bin gleich bei dir. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenwehrstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an.
Wie ist die Lage? Das war zu erwarten. Du weißt, was zu tun ist. Leg los. Direktorin Abernathy? Ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Wie lange ist immer? Vor Night City haben wir in Osaka zusammengearbeitet. Sie hat 2 Jahre daran gearbeitet, mir Fallen zu stellen. Und als sie Spec-Ops-Direktorin wurde, hat sie mir endgültig einen reingewirkt. Und jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. Aber den Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und erobern. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ganz ehrlich? Bitte. Viel kannst du da nicht machen. Sie hat den Night City Vorstand auf ihrer Seite. Wenn sie dich weghaben will... Tja. Sieht aus, als sähen wir das ähnlich. Nimm das. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer... Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernathy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Sie lässt mir keine Wahl. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte, wie. Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Verwende nur dieses Geld und finde die Richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja, ich habe schon verstanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Jenkins, Night City Spionageabwehr. Ich habe hier die Berichte für Sie. Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Ich brauch dich, Jack. Geschäftlich. Ah, dir geht's immer nur ums Geschäft, Manu. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Zugriff gewährt. Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen.
Wenn du es eilig hast, habe ich volles Verständnis. Nennen Sie Ihr Ziel. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, bei mir läuft alles prima. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. 3-mal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Thank you.
konnte kein ausgewiesener Landepunkt am Zielort ermittelt werden. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf 9 Parametern. Landeplatz? Du hättest uns umbringen können! Schatz, Alter! Okay, nein, hey, hey, wir wollen echt gerne Ärger mit dir. Warum passiert sowas? Siehst nach Ärger aus. Nein, kein Ärger. Ich bin geschäftlich hier. Schön zu hören. Willkommen im Lesis. Sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, Lesis. Kann mich nicht beklagen. Aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm, genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Dachte, ich kann immer auf dich zählen, Jack. Du kennst mich. Ich hab schon so einige krumme Dinger gedreht. Aber das ist nicht mein Stil. Und deine auch nicht. Hätte ich gedacht. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Mamita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Auf das hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nichts. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer, deine Seele gehört den Arasaka-Teufeln. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Du glaubst, ich hab eine Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich lass nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Matones. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sagen. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem?
Wie? Ist das korrekt? Ihr seid vom Arasaka HQ. Gibt's ein Problem? Geht's um Frankfurt? Wir sind wegen dir hier. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Nein, das werde ich nicht. Es geht nur mich und Jenkins etwas an. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon, los! Oh, ja. Ich bin. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil. Das könnte ungesund für euch sein. Na klar, wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Oh, das war knapp. Hijo de la chingada. Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Richtig? Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Wie als mein kleiner Primito auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, hey. Einem Ripper bringen. Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun, wirst du. Außerdem ist nicht alles weg. Doch, Jack, ist es. Absolut alles. Zugriff auf alle Infos. Wohnung, Auto, Kontakte. Mein Ruf ist zerstört. Aber du hast noch die Eddies für den Auftrag, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst.
die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Sie muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt! Station 1, du Made! Los, los, los! Ich... Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist. Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich hab das... In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute hektisch in dem Bildschirm, um die Wache abzulenken.
Ziel vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Komm schon, du kannst das. Hektik. Den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernhawks. Stil vor Substanz. Gut. Konzentrier dich. Hektik. Den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernhawks. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Jetzt, zünde die Granate. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent.
In Deckung, schnell. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Fast. Gleich nochmal von vorn. In Deckung, schnell. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Sightseeing oder was? Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Denny? Der Trottel kann blocken. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht.
Nutzt das, um einen Konter zu landen. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Vi. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang. Set. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Schläft nicht.
fast bei uns. Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442, Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomod, Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Zibak, du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken.
und Beile. Hm, also Scorpio-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuromorph. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bringen Sie nach draußen. Die Skevraten hauen ab. Haben bestimmt Traumateam gesehen. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktion. Patienten auf den Boden legen! Fünf Schritte zurück! Jetzt! TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen. Ich kann den Wagen holen. Ich hab ein Date mit Misty und... Oh, komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Stadt wie jeder andere, nur größer. Nein, nicht wie jeder andere. Andrew Wayland, Adam Smasher, wir kommen Legenden.
City of dreams, city of Scully in the gullies, yeah. Bully in the burrow, so. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, shit. Stimmt. Grünlich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber das gefällt nicht. Kein bisschen. Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Schieß! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Ja, da warte! Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Wie? Zieh das mit Fahrer! Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. I get in and get out, I'm hitting licks. These are all hits, you just hit and miss. I be a rapper, you Christmas kid. I smoke a pack, you just wish you did. Damn, I keep a tool on my waist. I am no fool to the game, no. I got the clues, they be way close. Wherever I step is a safe zone. Blowing up, me and my squad, we be blowing up. I like the heat, then I'm showing up. Blowing up, I'm a nice dollar. Actually, gas roll past here. They know my odor is bad in here. Trying to go out to the stratosphere, balling the planet shit. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Ja, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Dann, einen schönen Abend wünsche ich. Was? Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Richtig aus dem Ruder laufen. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Gilby, wir lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Big man doing big man.
so disrespectful and this here the anthem. Rapping for the heck of it, trapping be the element. All you other yapping, getting passed like excrement. Dancing for the president, dead one's better than the Träume. Grüß Misty von mir. Werde ich. Ahí luego. Einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantate. Guten Abend, Night City! Mein Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Der verehrte Pastor Pover. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Danke für die Einladung. Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Was ist los? Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja.
gefragt. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Außerdem ist Hanako Arasaka am Abend mit ihrem Flugzeugträger angekommen. Aber was will die Erbin des Konzernthrons in Night City? Jones, wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, Vee. Es wird besser werden. Komm schon, du Scheißteil! Oh nein, nein, nein. 14 ist schlecht. Hey, yo, wie? Wie wär's mit deinen zwei Runden? Was meinst du? Ich fühle mich so scheißgemeldet. Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir grad ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Los geht's. Füße bewegen. Und den Kopf auch. Du hast einen heftigen Schlag drauf, Jeff. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen. Ich kann Köpfe arrangieren. Interesse. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir.
Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Try out our freshly developed new tastes and let your tongue be amazed. All foods. Yummy. Sag nicht, das ist ein Jinguchi-Kleid. Soll ich lieber lieben? Wie zum. Lass mal sehen. Schön, aber so viele Eddies? Ist das echt wert? Lass mal sehen. Kein Problem. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. Lass mal sehen. Vielen Dank. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Imperialistischen Zügen zugeschrieben wird, hat ewige Spuren in der Geschichte der Stadt hinterlassen. Und jetzt eine wichtige Nachricht für alle Anwohner Watsons, der Obdachlosenplage im Abwassersystem. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biwa-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit: Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen wird. Achso, hätten wir jetzt mal über gestern?
Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für mich. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheiße. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Isay. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu klettern. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, Amigo, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstaubt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Vicky, fällt wie ein Turnschuh an. Ripper, schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie? Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram.
Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dexter Sean, einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter Deschamps. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen, du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hiroshi-Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für...
den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker.
Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jaxter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware oder ihre Bosse finden heraus, dass sie es vermasselt hat. Nicht schlecht, Mr. V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutzt die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's. Aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V.
Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingong. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tusen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale. Dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Tut mir leid. Thank you.
Verfickt! Oh, hallo. Scheiße. Ich dachte, ich sehe meine Kinder nie wieder. Thank you.
Das Leben ist voller Enttäuschungen. Was führt dich hierher? Eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar MaxTech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psyche ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich ihn behandeln. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Früher Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe, wie. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Muss einen Typen checken. Vielleicht weißt du was.
Wen denn? Simon Randall, genannt Royce. Maelstrom. Hab Gerüchte gehört, dass Dex an ihm interessiert ist. Willst du rausfinden, ob ich dir dasselbe sage wie ein anderer Fixer? Clever, aber nicht sehr weise. Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut, aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Und das ist keine Metapher. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Jedenfalls nicht in einem Satz. Watson. Bis dann. Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Thank you.
Genau so macht man das. Ein Tiger weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Verdammte Scheiße! Hm.